Traum, der so alt ist wie die Welt. Das wäre ein Traum. Ich war ein einziges Mal auf diesem Balkon gestanden und hier waren 30.000 Menschen vor dem Wirtschaftsrathaus gestanden. Unvergesslich, wenn man das wiederholen könnte, wäre unglaublich. Das wäre die Erfüllung eines riesengroßen Traums. Ganz Fürth träumt von Liga 1, bis auf einen. Ausgerechnet Erfolgstrainer Stefan Leitl nimmt auch nach dem 3:2 gestern Abend das A-Wort nicht in den Mund. Es ist nach wie vor so, die Tabelle ist extrem verzerrt. Ja. Es sind noch so viele Spiele zu spielen in den nächsten Wochen. Und für uns war wichtig, heute großen Druck auszuüben, ja, auf die Konkurrenz. Das ist uns gelungen. Führung, Ausgleich, Rückstand und das Spiel wieder gedreht. Gegen den SV Sandhausen zeigen die Gastgeber Moral und lassen sich nicht aus der Bahn bringen. Es ist ja nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass wir Spiele zum späten Zeitpunkt drehen können. Das ist einfach der Glaube an die eigene Stärke und das Vertrauen in das Team. Und wir haben einen geilen Teamspirit und den leben wir. Und das ist sicherlich das Fundament für diese erfolgreiche Saison. Zwischenstand 57 Punkte. Platz 2 scheint fürs Erste zementiert, auch wenn der Hamburger SV und Holstein Kiel noch nachziehen können. Aktuell sind wir in der Situation, wo wir alles selbst in der Hand haben. Und das ist das Schöne daran. Wir sind nicht angewiesen auf irgendjemand anderen. Trotzdem sind es Karlsruhe, Paderborn und Düsseldorf. Kein einfaches Programm für uns. Nach anstrengenden Wochen warten ein paar Tage Pause. Die Spieler dürfen die Füße hochlegen, träumen erlaubt. Ja, die können von mir aus heute gerne anfangen zum Träumen schon. Wir werden natürlich regenerieren, das muss raus. Wir haben ein paar Spieler, die nicht gespielt haben. Das heißt, wir werden schon noch trainieren die Woche. Aber das Wochenende wird dann mal frei sein. Und dann können sie auch die Beine hochlegen und einfach mit ganz viel Bock wieder zurückkommen ins Training und mit einer mentalen Frische, um diese letzten drei Spiele dann auch optimal zu bestreiten. Der Optimalfall, 3 Spiele, 3 Siege, dann steht am Ende der Aufstieg.